Willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte heute mal ein kurzes Live-Update von mir geben, denn ich habe jetzt mittlerweile, oh Gott, 2 Wochen nichts hochgeladen. Das liegt irgendwie daran, dass ich recht wenig Zeit hatte und auch nicht so viele Ideen hatte, was man jetzt in kurzer Zeit hätte machen können. Und außerdem ist ja gerade dieses ganze Primborium um Artikel 13 und irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss warten. Ich weiß allerdings nicht auf was, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss erstmal abwarten und das Ganze aussitzen, bevor ich weitermachen kann. Dass ich weitermachen kann, ohne dass ich mir zu viele Gedanken mache. So, ich glaube, das ist das Richtige. Also Artikel 13, wir wissen alle, worum es geht. Ich sag mal so, abwarten, Tee trinken. Was anderes können wir im Moment eh gerade nicht machen. Ich habe allerdings zwischendurch mal ein Video gemacht. Problem daran war, das war eine Reaction. Und beim Schneiden habe ich festgestellt, die Tonspur ist komplett hinüber. So, deswegen konnte ich das auch nicht fertig machen und hochladen. Das war alles so ein bisschen fail. So, was geht ab bei mir? Ich bin hier gerade im Internat, denn ich bin wieder in der Berufsschule in Teltow und habe gerade versucht, ich habe es versucht, die Videos meiner Lieblings-YouTuber zu schauen. Ich kann euch das ja mal zeigen, wen ich zurzeit extrem mag. Also wie gesagt, ich habe versucht zu schauen. Ich kann die Videos hier wirklich nur in 140p gucken, weil wir hier eine richtig heftige Holzleitung haben. Das sind im Moment so meine YouTuber. Half Paranormal gucke ich sehr viel. Einfach Marcy gucke ich zurzeit auch jeden Tag, wenn es geht. Weil sie ist gerade in Thailand und ich habe so ein Fernweh zurzeit, das ist echt übel. Ness gucke ich auch hin und wieder. Bullion Julian ist auch cool. Julita gucke ich eigentlich nicht mehr. Ins Nizia TV, da wollte ich eigentlich eine Reaction machen. Aber ja, gut, das hat halt nicht funktioniert. Oma Tana, mit der habe ich auch schon privat geschrieben, die ist voll in Ordnung. Julian, natürlich gucke ich den. Bibi gucke ich eigentlich auch nicht. Charitube ist auch eine kleine aufstrebende YouTuberin, die interessante Videos macht. Strivy. Ja, es sind halt noch ein paar andere. Wer es mitbekommen hat auf Instagram, ich zeichne immer, wenn ich irgendwie motiviert bin. Wenn ich irgendeine Motivation oder wie nennt man das? Eine Muse. Eine Muse. Das ist jetzt allerdings für mich in dem Fall nicht irgendwie sexuell gemeint, eine Muse, sondern inspirativ. Also immer, wenn ich inspiriert bin von irgendjemandem, sei es von der Musik, sei es von dem Lebensstil, der mich beeindruckt, sei es, weiß ich nicht. Ich fange immer an zu zeichnen, wenn mir Menschen im Kopf hängen bleiben. Und das ist im Moment Jack Strivey. Oder beziehungsweise im Moment, das geht schon, glaube ich, seit November. Da hat das angefangen, dass ich die Musik höre und einfach diesen Lebensstil bewundere. Und die Sache ist ja die, ich bin hier im Internat in Berlin in Teltow. Und Jack Strivey wohnt von hier 20 Kilometer Luftlinie, also in Berlin. Und mich zieht es die Tage generell, ich weiß nicht, es ist nicht deswegen, aber mich zieht es die Tage generell nach Berlin rein. Ich möchte raus. Das Problem ist einfach, dass wenn ich jetzt von hier aus nach Berlin fahre, ich erstmal zum Bahnhof fahren muss, das ist kein Problem. Aber von da aus fahre ich dann nochmal ungefähr 40 Minuten und muss sogar umsteigen, ein oder zweimal sogar. Irgendwie ist das doof. Und deswegen muss ich mir den Tag genau aussuchen, wann ich das mache. Heute ist Dienstag. Eigentlich wollte ich das morgen am Mittwoch machen. Das war für morgen fest eingeplant, da wir morgen nur bis 12.40 Uhr Unterricht haben und es ganz gut gepasst hätte. Das Problem daran ist jetzt allerdings, dass ich ja im letzten Schulturnus erst angefangen habe und die Klasse hat da eine Arbeit geschrieben, die konnte ich noch nicht mitschreiben, da ich Unterrichtsmaterialien ja noch nicht hatte und ich konnte halt deswegen nicht mitschreiben. Und diese Arbeit muss ich morgen nach dem letzten Turnus nachholen und das heißt, ich kann wieder nicht nach Berlin. Ich wollte so coole Sachen machen, mal gucken, ob ich das die Woche noch hinbekomme. Also was ich auf jeden Fall machen möchte, nach Berlin fahren und zu Madame Tussauds gehen. Das wäre so cool. Es ist gerade 19 Uhr und ich werde jetzt auch gleich nochmal raus zum Kaufland fahren. Ich habe keine Lust zu laufen. Mal gucken, vielleicht ergibt sich auch noch was anderes. Zum DM wollte ich auch nochmal. Soll ich euch mitnehmen?
Eigentlich passiert nicht viel. Ich nehme euch mal mit in Form von Canelegria und dann schauen wir weiter. Also ich bin jetzt im Auto. Ich habe mich entschieden, doch mit dem Auto zu fahren, weil ich auch Getränke holen muss. Und außerdem bin ich ein Schisser und es ist schon dunkel. Und deswegen fahre ich mit dem Auto. Es ist zwar nicht so weit, aber ich habe jetzt auch keine Lust, die Getränke zu schleppen. So, ich war jetzt schon im Kaufland. Und jetzt bin ich noch beim DM. Im Kaufland habe ich was zu trinken geholt. Dann eine Nagelfeile, weil ich eine brauche. Ein paar Billo-Kopfhörer. Dann neues Biotin, weil meins alle ist. Dann japanische Kirschblütentee. Da bin ich echt mal gespannt, wie der schmeckt. Und dann noch der indische Chai. Der ist richtig genial. Den kann ich empfehlen. Und zum Abendbrot eine Pizza. Ich habe jetzt übrigens meine ganzen Schulbücher bekommen. Das sind einfach mal 9 Stück, die wir rein theoretisch jeden Tag mitschleppen müssten. Und dann habe ich ja noch 4 gekauft, also das ist ja nicht alles. Na gut, gehen wir mal in DM. Ich war jetzt noch im DM und habe mir von Lovely von Paola eine Face Mask geholt. Ich bin ja sowieso Fan von Lovely von Paolas Marke, denn die habe ich schon eine ganze Weile und seitdem sind meine Hautunreinheiten um die Hälfte zurückgegangen. Ich muss aber dazu sagen, ich weiß nicht, ob es jetzt am Biotin auch liegt, was ich auch ungefähr seit derselben Zeit nutze, oder ob es am Jobwechsel liegt, keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich sagen, Lovely ist gut. Nichts Besonderes. Zahnpasta. Ja, jetzt geht es zurück ins Wohnheim-Internat und dann gibt es Abendbrot. Bin wieder da und ich habe einfach wirklich so eine große Lust, nach Berlin zu fahren. Es ist ja auch nicht weit, aber dadurch, dass ich umsteigen muss mit dem Zug, zieht sich das trotzdem. Und deswegen muss man an einem Tag auch erstmal so viel Zeit finden, nur für die Fahrt. Ja, wie gesagt, morgen kann ich nicht. Morgen schreibe ich die Arbeit nach und muss länger in der Schule bleiben. Eigentlich wäre nur noch Donnerstag die Möglichkeit zu fahren, denn Freitag müsste ich eigentlich auch eher von der Schule weg, da ich Freitag zu einem Seminar gehe. Das heißt Look and Feel in Bildern erzählen, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist beim Filmpark Babelsberg. Bin ich dann auch wieder übers Wochenende. Wenn es Donnerstag nicht klappt, dann wahrscheinlich dieses Mal nicht mehr, dann auf jeden Fall im nächsten Turnus. Da muss ich hoffentlich nichts nachholen. Die Leitung hier ist echt so langsam. Ich habe gerade für ein normales kleines Update von Sims 4 bald eine Dreiviertelstunde gebraucht. Das ist echt der Wahnsinn. Dementsprechend wird das auch lange dauern, hier Videos hochzuladen. Oh. Marcel, kannst du mal streamen, wo du CC runterlädst? Schauen wir mal. Das letzte Mal hat es ja nicht funktioniert so richtig. Eine Dreiviertelstunde für ein kleines Update. Das ist echt übel. So langsam kann Internet doch gar nicht sein. So. Wollen wir mal schauen, ob das jetzt wenigstens funktioniert, dass ich wenigstens Videos schneiden kann. Wie die klingen, ist scheißegal. Die waren 1 €. Aber diesmal bin ich nicht alleine auf dem Zimmer und ich brauche auf jeden Fall Kopfhörer zum Schneiden. Denn ich habe mir von Sony Kopfhörer geholt, die sind super genial, aber Premiere erkennt die nicht als Kopfhörer. Also ich kann die zwar einstellen, die erkennt es, ich kann die einstellen, aber da kommt dann kein Ton raus. Hier hatte ich, glaube ich, schon ein Testvideo mit einem Lied oder irgendwas. Ah, nee, geil. Okay. Die sind so spielig. Das ist Tatsache so ein Modellkopfhörer, wo man das hier in der Mitte noch auseinanderziehen kann. Sowas hatte ich echt seit meiner Schulzeit nicht mehr. Hey, ich bin wieder in der Schule, also passt. Es klingt furchtbar, aber es funktioniert. Warum auch immer die anderen das nicht nimmt, keine Ahnung.
Ich bin erstmal am Ende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sollte erstmal nur ein kurzer Einblick wieder mal werden. Ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Wenn ja, aktiviere doch einfach das Glöckchen oder abonniere den Kanal. Dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.